You need to know that I'm a So, wieder hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Isle of Man, the Truest Trophy. Und ja, ich entschuldige mich ganz kurz für diese leichte Pause zwischen dieser und der letzten Folge. Es liegt einfach daran, ich habe ein bisschen meine Aufnahmemethoden abgeändert, weil die Konsolen-Gameplays mir qualitätstechnisch nicht mehr so ganz gefallen haben und ich deswegen ein bisschen was umgebaut habe, umgestellt habe. Und dementsprechend gab es eine leichte kleine Pause. Nicht, weil ich keinen Bock auf das Spiel habe, ich habe Unmengen Bock auf das Spiel. Und nebenbei muss ich jetzt in der zweiten Folge direkt schon mal sagen: Fettes Danke, dass das so gut bei euch ankam. Da hätte ich erstmal nicht mehr geredet, erstmal mein Product Placement ist und ich weiß, wie die Community da gerne mal drauf reagiert. Zweitens, weil es ein Motorradspiel ist und eigentlich dachte hier auf dem Kanal, dass eigentlich so die Minderheit ist, aber das kam unglaublich gut an und dafür, wie gesagt, fettes Danke, freut mich sehr, wenn wir mal andere Sachen machen, dass ihr da auch Bock drauf habt und ja, das freut mich natürlich. Wie gesagt, ich habe Spaß dran, ihr habt anscheinend Spaß dran und ja, so wie wir bisher gesehen haben, ist das Spiel auch wirklich gut. Also bildet die Isle of Man wirklich sehr, sehr gut ab, aber das werden wir, denke ich, erst am Ende herausfinden, wenn wir natürlich die Isle of Man, die Strecke wirklich komplett von vorne bis hinten durch können. Und das ist ja immer noch das Ziel dieser kleinen Let's Play-Serie, die Strecke wirklich in einem Stück zu schaffen, ohne sich aufs Maul zu legen. Und da sind wir immer noch bei zu trainieren, weil wir trainieren das ja Ganze in Abschnitten, um uns natürlich so nach und nach mal ein bisschen zu gucken, was sind denn so markante Stellen, so Fehlerstellen, an die man sich mal orientieren sollte. Und letztes Mal haben wir schon Abschnitt 1 bis 8 sind wir gefahren und heute machen wir einmal 8 bis 9, dann 9 bis 10 und nochmal so weiter und werden dann über die kommenden Folgen immer mehr Abschnitte zusammenbinden, bis wir dann eben darauf hinausfahren, dass wir die komplette Isle of Man-Strecke abfahren. Ja, heute Abschnitt 8 bis 9, der sieht relativ tricky aus, muss ich schon mal sagen. Man sieht hier unten die Kurven, die sind relativ böse. Ich weiß nicht, ob wir den schon gefahren sind oder 7 bis 8. Es kann sein, dass wir den auch schon gefahren. Egal, wiederholen wir dann halt zum Normal, ist ja kein Thema. Wir müssen die Abschnitte eh ein paar Mal jetzt machen, dass ich da wirklich reinkomme und die auch wirklich vollkommen kann, weil das wird halt auf jeden Fall ein bisschen herausfordernd, das ganze Thema. Aber ich habe da mega, mega Bock drauf. Ich würde sagen, wir gehen rein. Natürlich John McGuinness, Superbike wird wieder genommen und ja, dann wollen wir mal wieder loslegen, uns weiter auf die Isle of Man hier vorzubereiten. Ja, wie gesagt, es macht echt noch eine Menge Spaß. Es reicht, weil es so herausfordernd ist, wirklich unverzeihlich. Und das ist das Gute, weil es dadurch eigentlich das richtige Isle of Man relativ gut darstellt, die richtige Isle of Man, weil die ist auch unverzeihlich. Wie ich es ja letztes Mal erzählt habe, ist es so leicht geisteskrank. Ihr wart derselben Meinung in den Kommentaren grundsätzlich, dass die Leute, die das fahren, eigentlich gewaltig an der Klatsche haben und mit dem Leben eigentlich schon längst abgeschlossen haben müssen. Du musst mit dem Leben abgeschlossen haben, wenn du hier reingehst und denkst so, das kann jetzt zu Ende sein. Muss aber nicht. Ja, also mit der Einstellung gehst du nicht ran, wenn du sagst so, ach, eigentlich wollte ich morgen noch auf den Wochenmarkt. Kann ja sein, dass da irgendwas Tolles ist bei eurem Wochenmarkt. Ich weiß, es kann ja sein. Wir haben hier einen Wochenmarkt. Haben wir einen Wochenmarkt? Ich glaube im Moment nicht. Im Moment ist Winter. Das ist kacke. Da kannst du kein Gemüse draußen verkaufen. Gut, ich würde sagen, wir legen mal los. Und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie gut wir heute durchkommen. So. Erstmal wieder ein bisschen einfahren. Also ich muss erstmal wieder kurz ein bisschen reinkommen. Gut, dass ich deswegen neue Abschnitte nehme, aber die alten habe ich eh schon wieder vergessen. So. Dann gucken wir. Ja, fängt schon mal gut an. So, ich muss mich wieder ein bisschen dran gewöhnen an das, was wir hier machen. Ein bisschen konzentrieren ist angesagt. Und wir fangen erstmal direkt mit einem schönen Waldabschnitt an. Weil, liebe Kinder, Wälder sind gut, um mit 200 Sachen durchzuplöcken, wenn links und rechts Bordsteinkanten sind. Ich möchte ja keinen kritisieren. Nur, dass sie alle ein bisschen den Dachschaden haben. Wir fahren durch den Wald. Es sind Bordsteinkanten links und rechts. Und Strommasten. Die armen Kinder, wenn die keinen Strom mehr haben, wenn du mal gegen den Pfosten knallst. Das gibt's ja nicht. Und ich habe mir auch schon mittlerweile jetzt vorgenommen, ich werde die komplette Strecke nicht ohne Ideallinie fahren, weil... Nee, keine Chance. Also... Dafür müsste ich dann noch... Also dafür müsste ich... Es ist locker möglich, natürlich, aber das ist dann so wie die Nordschleife fahren. Da brauchst du so ein paar tausend Runden, dass du da mal langsam reinkommst. Und die Nordschleife fährst du nicht im Durchschnitt mit über 200 Sachen. Gut, fahren wir hier auch im Durchschnitt nicht, aber viele Abschnitte haben halt dieses Durchschnittstempo oder einfach mal die 2 um davor stehen zu haben. Aber im Moment komme ich hier durch den Abschnitt. Wir haben es noch nicht aufs Maul gelegt. Das ist schon mal ein guter Einstieg in die zweite Folge, würde ich fast sagen. Das ist schon mal... Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. So, schön. Der Vollgasabschnitt. Mal gucken, ob wir auf den Vordermann da mal easy aufholen. Ja, nicht zu schnell. Hier früh genug abbremsen. Ja, ihr seht, die roten X sind nämlich immer noch da. Obwohl wir schon relativ früh an der Bremse waren. Muss aber überdenken, halt, wie viel Tempo du hast. Ne? Und wenn du so eine 90-Grad-Kurve kommst, ist der Bremsweg halt eine ganz schöne Weile. So, hier vorsichtig durch. Jetzt sanft ans Gas, weil sonst machen wir hier natürlich wieder den Abstieg, weil das Bike natürlich vorne hochgeht oder eben hinten rumgeht. Wir haben halt richtig Dampf in den Kisten hier.
Ah, da gibt's den ersten Abgang. Ah, das war... Das muss ich mir abgewöhnen. Nicht so übermotivieren. Ist ein Gegner vor dir in einer Rechtskurve mit 90 Grad. Tu den Teufel an dem Typen vorbeizufahren außenrum. Man muss ja noch beschleunigen und in dem Moment versetzt... Au, das Bike. Okay, jetzt bin ich aus meinem Flow raus. Der Typ hat mich aus meinem... aus meiner Aura, aus meinem... Mein Chi ist jetzt gestört. Mein Chi ist jetzt sehr gestört. Ich unter anderem auch. War. Komm, bleib ruhig, Baby. Ich glaube, den Abschnitt sind wir... Den sind wir letztes Mal schon mal gefahren, oder? Ich meine schon. Deswegen, ich erinnere mich an so eine Haarnadel müssen... sind jetzt hier nicht unbedingt selten. Ich mag auch diese motivierten Schilder immer am Straßenrand. Achtung, unbegrenzt. Ach ja. Ja, dann fahren wir noch mit 200 den Berg hoch. Wenn mir das Spiel dazu suggeriert. Ich muss sagen, ich mag die schnellen Abschnitte lieber. Diese ganz engen sind halt echt tricky, weil du halt unglaublich feingefühlig am Stick sein musst, dass das Bike halt nicht allein auf die Seite legst oder eben zu früh an den Gas geht, weil das Bike ja sonst auch den Abgang des Todes macht. Nicht so geil, um ehrlich zu sein. Ich glaube, den Abschnitt sind wir letztes Mal schon gefahren. Na, ist egal. Wiederholen wir uns halt nochmal. Ist ja kein Thema. Werden wir sowieso auf Dauer nochmal tun, weil, wie gesagt... Ah, fuck, zu schnell. Mein Hauptproblem, ihr seht es ja, das sind Hauptprobleme, ist es die Kurvenausgänge für mich. Wenn ich rausbeschleunige, dass ich dann die Kontrolle über das Bike verliere. Dass ich hier, seht ihr, zu früh ans Gas gehe und dann wird das Bike halt so unruhig. Und wenn du dann halt natürlich zu schnell gegenlenkst, mit dem Auto kannst du das machen, weil du driften kannst. Mit dem Bike wird es halt dann irgendwann sehr schnell ins Rumgeschwenke und dann, ja, dann ziehen halt die paar Kilos in die Richtung, wo die hinwollen. Und dann machst du halt mit dem Abgang. Oh Gott, Wiese. Boah. Wir haben jetzt noch ein bisschen freie Fläche. Problem ist dann wieder blinde Kurven. Aber es ist trotzdem ein schneller Abschnitt. Alter! Ich fahre mit 270 auf einer Landstraße, wo es rechts abfällt lang. Da muss nur eine Bodenwelle kommen. Alter, du fliegst, da siehst du, das kriegst du gar nicht mehr mit. Die Fliehkräfte, die hauen dir den Kopf vom Körper, ey. Ihr seid vollkommen geisteskrank. Oh, der Abschnitt hier ist aber gerade schön. Der Abschnitt hier ist jetzt gerade, der ist optisch echt schick anzusehen. Wirklich sagen, der ist optisch echt nicht verkehrt. Und ich möchte den Vordermann wieder einholen, weil ich habe den vorhin schon überholt. Ich will ihn jetzt einfach nur aus Prinzip überholen. Deswegen komme ich gerade auch mit fast... Alter, Junge, wir fahren gerade über 300. Ich nehme jetzt schon mal das Gas raus. Ich habe nämlich gerade auf meine Kurven kommen, dann kriege ich das Ding niemals mehr zu stehen. Okay, man muss mal positiv erwähnen. Der Geschwindigkeitsrausch kommt unglaublich gut rüber. Ich kriege hier echt gerade Gänsehaut bei 300 Sachen, weil alleine mit den Windgeräuschen und dem Blur-Effekt, wie drumherum alles verwischt. Das kommt natürlich niemals an die echten 300 Sachen ran, aber du kannst dir das ungefähr vorstellen. Wenn der Wind schon um dich herum fährt, wirst du gerade durch einen Sturm fahren. Das ist schon echt übel. Aber das hier ist immer ein bisschen leichter Abschnitt, weil du halt ein bisschen mehr sanftere Kurven hast und nicht nonstop komplett die Eisen klatschen musst. Ja, das war das Problem. Eieiei, das war ein böser Abgang. Ja, nicht in die Eisen klatschen. Das habe ich nämlich gerade gemacht und dadurch weil ich zu stark gebremst habe, hat das Bike natürlich versetzt. Und ja, bei dem Tempo ist nicht nur ein bisschen versetzt angesagt, dann fliegst du halt mal komplett über die ganze assortierte Bahn. Puh, okay, der Abschnitt war nicht so schlecht. Wir haben einige böse Fehler, die hätten null sein müssen. Die waren echt nicht gut. Aber an sich war der Abschnitt so vom Fahrerischen, vom Flow war der... Ich kann mich nicht beschweren, das ging schlimmer. Puh, aber ich bin wieder drin. Boah, da kriegst du so einen Rausch bei dem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ich hab Bock. Los, nächster Abschnitt. Papa will die Isle of Man schaffen. Ich hab keinen Scheiß. Wenn wir die Strecke vollkommen abgeschlossen haben, ne, ey, dann da freue ich mich einen Ast drüber ab. Das glaubt ihr gar nicht. So, wir sind jetzt 8 bis 9 gefahren. Dann fahren wir jetzt. Warte mal, ne, 8 bis 9 sind wir gefahren. Dann müssen wir jetzt 10 bis 11 fahren. Genau, weil bis 9 wäre ja komplette Runde. Genau, wir machen immer 2 Abschnitte. Obwohl, warte, das sind nur 12, ne? Ja, komm, dann machen wir jetzt 3 Abschnitte. Wir fahren jetzt 10 bis 12. Oder, obwohl, wir könnten auch 12 bis 1 dann fahren. Ne, stimmt, wir machen einfach so. Wir machen 10 bis 11, genau. Und danach machen wir dann 11 bis 1, glaube ich. Können wir ja auch machen, das geht ja auch. So machen wir das. Genau. Okay, weitere 8,3 Kilometer. Und dann fehlt uns nur noch ein kleiner Abschnitt. Dann haben wir zumindest die Isle of Man zumindest schon mal einmal umrundet. Nicht ansatzweise fehlerfrei. Wenn ich die Umfälle zusammenzähle, wären wir auf gar keinen Fall lebend irgendwo angekommen. Und dementsprechend, also wir haben noch ein bisschen, da ist noch ein bisschen eine Lernkurve vorhanden. Wir müssen noch ein bisschen was machen. Das ist noch, das wird noch ein sehr spaßiger Teil, merke ich gerade. Boah. Aber wie gesagt, es macht echt Laune. Also ich kann das Spiel wirklich empfehlen. Wer halt mit diesem Motorradthema und der Isle of Man mit dieser Faszination was anfangen kann, ich glaube, da wird ja auch eine Menge Spaß mit haben. Als Motorrad
Motorrad-Rennfan muss man ja bei Spielen sowieso relativ viel mitnehmen, weil es nicht so viel Auswahl gibt. Aber ich muss auch sagen, Maestro und Big Ben und Co., die machen halt alle, machen mittlerweile echt schon gute Arbeit. Ja, die Motorradspiele werden immer besser. Also da haben wir mittlerweile echt sehr viele, viele Perlen. Ich habe auch noch ein anderes, was ich euch gerne zeigen will, die Tage mal. Das muss ich nochmal raussuchen. Das Motocross war es, glaube ich. Da fand ich auch die MXGP-Spiele ganz geil. Die werde ich euch auf jeden Fall auch mal zeigen, weil das macht nämlich, das eine ist auch nämlich ganz geil. Dementsprechend Motorradspiele, wie gesagt, hat man mittlerweile, man muss so grundsätzlich sagen, in der Rennspielszene haben wir mittlerweile echt sehr, sehr viel Glück, was es angeht, weil wir extrem viele Entwickler mittlerweile haben. Das hat sich ja gesteigert. Das war ja früher nicht so, da waren Rennspiele eher so Nischenthema, ist zwar immer noch ein bisschen so, aber wir haben mittlerweile schon eine gute Auswahl. Man kann sich also nicht beschweren, man kriegt von allem eigentlich genügend. So. Ja, beim Start muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss mal aufhören, den Trigger so vollkommen durchzuprügeln, weil das Ding nämlich direkt am Anfang den hier macht mit der Hinterachse und da musst du es erstmal am Start einfangen. Das verlierst du unglaublich Zeit und vor allem Kontrolle über das Bike. Und das am Start ist natürlich jetzt nicht so geil, wenn du direkt schon nach der Startziellinie aufs Maul legst. Boah, Alter, Junge. 250 in so eine Kurve reinlegst, ist halt auch schon echt ganz schön böse, ey. So, volle Konzentration. Ey. Also ich muss sagen, die Landstraßenabschnitte hier, die finde ich szenerietechnisch unglaublich sexy. Also kein Scheiß. Ich würde hier gerne gerade Urlaub machen wollen. Ich finde das hier richtig schön, mit dem Bike durchzubügeln. Zu schnell, das ist immer zu schnell, oder? Ja, okay, ging noch. Ich habe Gas rausgenommen, rollen lassen. Dadurch konnte ich jetzt gerade die Geschwindigkeit noch weiter verringern. Weil ich hätte nicht weiter bremsen dürfen. Ich war ja schon beim Einlehnen in die Kurve. Und wenn ich dann halt noch weiter auf die Bremse gehe, dann rutscht mir die Hinterachse rum. Das ist zu gefährlich. Oh, oh, fuck. Oh, ich habe gedacht, wir fangen das noch. Aber das war klar. Bei 250 Sachen fängst du keinen Sprung. Zu weit raus. Einmal kurz mal in die Botanik geflogen. Scheiße. Ich muss mal Kurvenaufgängen aufpassen, dass ich nicht zu früh aufs Gas gehe. Das Segway geht. Oder das Bike unruhig wird. Und ja, genau das passiert. Oder eben zu früh rauskomme und zu schnell kommen werde und dementsprechend zu weit nach außen komme und dann in die Wiese kommen. So. Das waren jetzt gerade zwei typische Abschnitte, aber der zweite Unfall war jetzt gerade unnötig. Das ist immer so das Problem, wenn ich einen hatte, dann bin ich extrem aus dem Flow raus und dann ja, haufen sich bei mir die Unfälle. Ich muss da mal ein bisschen ruhiger werden. Wenn ein Unfall passiert ist, den einfach abschreiben und dann ganz normal weitermachen wie zuvor auch. Einfach ignorieren, als wäre der da gewesen. Aber Problem ist, wie gesagt, mich kicken solche Unfälle, ist übrigens bei Rennspielen immer das Problem. Extrem aus dem Flow raus. Dass ich dann unruhig werde und erstmal wieder reinkommen muss, aber in der Zeit verkackst du es halt dann noch ein paar Mal wieder. Und dann ist halt eigentlich so der ganze Run schon gelaufen. Ah, ich muss gucken, wo die Rennlinie ist. Das ist manchmal ein bisschen schwer einzuschätzen, wo man sich vernünftig positioniert, um die nächste Kurve mit möglichst guter Geschwindigkeit nehmen zu können. Wenn du natürlich die Kurve falsch nimmst, Motorrad hast du jetzt nicht mehr so viel Freiraum, das mal kurz zu korrigieren. Ah, wieder zu schnell. Oh, fuck. Wieder zu früh aufs Gas, dasselbe Thema wieder. Motorrad wird unruhig und wappt mal links oder rechts weg. Das ist immer dasselbe. Drei Viertel meiner Unfälle passieren auf demselben Schema. Ich muss mal ein bisschen entspannter werden hier. Das ist ein sehr schneller Abschnitt, den wir hier fahren. Die Landstraße erlaubt halt extrem hohe Geschwindigkeiten. Oh, das... Ah, boah, hab ich gerade so abgefangen. Er war nämlich gerade schon am Tänzeln. Die Kurve hat viel enger zugemacht, als ich gedacht habe. Das sah auf der Map ansatzweise nicht so aus. Dann wurde es plötzlich komplett blind, die Kurve. Dann fährst du drauf zu. Komm schon, wird langsamer, Baby. Das war aber auch... Bremspunkt richtig getroffen, sehr gut. So, hier wieder Vollgas durchplecken. Okay. Der Abschnitt war nicht schön gefahren. Nee, da waren sehr viele grobe Fehler drin. Das war nicht schön. Das war viel zu viele Fehler. So, jetzt haben wir noch einen Abschnitt, liebe Leute. Dann haben wir zumindest die Runde schon mal einmal komplett absolviert. Also der letzte Abschnitt, muss ich sagen, sagt mir am meisten zu, weil er mir gegenüber ein bisschen einfacher vorkommt. Weil ich halt ein bisschen mehr Landstraße habe. Da hatte ich ein bisschen Übersicht, weil du halt weiter sehen kannst. Und die Straße auch. So, Entschuldigung, da musste ich kurz ganz setzen. Ich habe mein Mikro gerade mal kurz ausgeboxt. auf jeden Fall, weil du da weiter sehen kannst und auch ein bisschen mehr nach links, rechts variieren kannst. Weil du keine Bordsteinkanten hast. Du kannst also auch mal kurz leicht auf den Grünstreifen kommen, das kannst du ausgleichen. Das kannst du nicht stattdessen natürlich knicken, weil, ja, da machst du natürlich sofort den Abgang. Na gut, so, wir haben jetzt 10 bis 11 haben wir. Dann machen wir jetzt. Bis 11 haben wir, dann machen wir. 10 bis 11, ne, warte mal. 11 ist der Abschnitt schon der da hinten. Ne? Dann müssen wir theoretisch 12 bis 1 machen jetzt. Wir müssen theoretisch. Ah, okay, theoretischen 12. Abschnitt müssen wir jetzt noch fahren. Dann machen wir 12 bis 1, warte mal, muss ja gehen. Ah, fuck, nee, dann will er eine ganze Runde von uns, ne? Ja gut, dann fahren wir den 12. Abschnitt mal kurz alleine. Dann fahren wir den 12. Abschnitt. Machen wir mal kurz 4,9 Kilometer Sprint, kann ja auch nicht schaden. Machen wir den mal kurz alleine. Ich hab gedacht, man könnte auch noch mal rückseitig Abschnitte wählen, das geht leider nicht. Das wäre schön, das wäre ganz geil, weil dann könnte ich, wie gesagt, von 12 auf 2 und sowas noch machen. Das geht leider, obwohl, hätte ich das irgendwie machen können?
Na, ja, ich glaube nicht, nee. Aber egal, machen wir jetzt so, ist ja kein Thema. Und ja, dann machen wir jetzt gleich mal hier nach schon mal größere Abschnitte. Ich denke mal, dann machen wir mal so 3-4 Dinger zusammen, weil ich will, wie gesagt, mal, wir müssen ein bisschen mehr in den Flow kommen. Ich denke mal, es ist sogar besser, wenn wir größere Abschnitte machen, weil du dann halt immer mehr in den Flow reinkommst, als wenn du diese Abschnitte fährst, so bam, 5 Kilometer, Pause, 5 Kilometer, Pause. Du musst halt irgendwie in so einen Flow kommen, damit du halt, ja, zügig da durchkommst und auch, sagen wir mal, auf das Bike die ganze Zeit eingestellt bist. Gut, so, kleiner kurzer Sprintabschnitt, die letzte Etappe, die man hier noch kurz fährt. Gucken wir mal, was da uns noch auf uns zukommt. Ich bin gespannt. Das Bike vor uns klingt aber auch interessant. Ey, das ist aber einladend. Ich gerade Straße direkt vor uns. So. Ha! Aus Fehlern lernt man, liebe Leute. Jetzt habe ich mal den Trigger sanft und langsam beschleunigen lassen und schon besonders auch das Bike sanft und langsam und nicht mit, ich breche das Genick am Start. Alter, nee, nicht cool. Wir fahren jetzt schon was. Wir können doch nicht den Abschnitt mit 300 Sachen anfangen. Das funktioniert so nicht. Aber seht ihr, die Abschnitte hier sind halt einfach. Du hast halt viel mehr Platz. Du kannst hier halt leichte Abweichung von der Strecke erlauben. Falls ich jetzt gerade frage, was da passiert ist. Alter, war die Straße rechts uneben. Junge! Habt ihr gerade gesehen, das Bike hat die ganze Zeit so leichte Bodenwellenbewegungen gemacht? Rechts an der Straße. Böse vermeiden, da ist richtig uneben. Das Bike hat deswegen Zwippeln angefangen und ich konnte es halt nicht gerade halten. Der ist halt immer weiter nach rechts in die Wiese getänzelt. Jetzt kommen wir leider mal wieder in unsere beliebten Bordsteinabschnitte hier. Wir müssen natürlich zum Startziel zurück. Das fängt natürlich hier in so einer scheiß Siedlung an. Ich will mir mal gucken. Und erstmal den Guard abgeworfen mit dem Bike, sehr gut. Nächste Bodenwelle. Ja, ich habe auch die Landstraße natürlich lieber, weil die Bodenwellen ein bisschen leichter auszugleichen sind. Weil mir ist jetzt gerade beide Unfälle waren durch Bodenwellen, wodurch mir das Bike versetzt hat. Boah, da ging die hintere Achse rum. Gut. Sanft. Ja, jetzt fängt das nämlich wieder an. Jetzt kommen nämlich richtig eklige Abschnitte. Der letzte Abschnitt ist nämlich nochmal richtig. Alter! Langsam im Vergleich. Wenn du vorher von 300 Sachen gewöhnt bist, kommst du jetzt auf solche Abschnitte. Das ist nicht schön. Junge, Junge. Boah, okay, der letzte Abschnitt wird mich richtig killen. Alter. Hallo, wie fährt man denn hier langsam? Boah. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich die langsamen Kurven nicht mag. Alter, ihr seid doch komplett bescheuert. Ich mag. Nicht meins, gar nicht meins. Die langsamen Abschnitte, da bin ich ganz großer. Da werde ich echt aufpassen müssen, wenn wir die Runde fahren, dass ich mich da nicht langlege, weil das wird mit Sicherheit einer der Hauptabflugstellen für mich sein. Oh, okay, der letzte Abschnitt ist nochmal tricky, weil der eben diesen Übergang macht von den Landstraßen zu dem anderen Thema. Und, eieiei, da war ich auch nicht gut. Achter Platz gerade mal. Okay, gut, jetzt fangen wir vom ersten Abschnitt an. Jetzt machen wir mal ein bisschen größere Schritte. Wir wollen ja, ein bisschen Fortschritt machen. Wir wollen ja auch ein bisschen uns steigern und längere Abschnitte fahren können, ohne uns aufs Maul zu legen, weil das ist ja am Ende das Ziel des Ganzen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie bei uns da jetzt anstellt. Na gut, das wollte ich nicht. Nein, da, Abschnitte, genau. So, da fangen wir mal an. Wir gehen runter. Welchen Abschnitt fahren wir denn mal? Machen wir mal 3 Abschnitte? Und dann können wir danach von... Ja. Von Abschnitt 4 anfangen. Weil dann haben wir direkt, dann können wir... Haben wir nochmal 4 Abteile. Oder wir machen bis ein... Ne, komm, was wir machen? Wir probieren es mal in 3 Abschnitte aufzuteilen. Wir probieren das jetzt mal in 3 Abschnitte aufzuteilen. 1 bis 4, 5 bis 8, 9. So, ja, wir wissen, worauf ich hinaus will. Auf jeden Fall, ja, 3 Abschnitte machen wir mal. Das wird jetzt ein spaßiger Teil, weil jetzt haben wir 17 Kilometer schon mal vor. Ne, 17? Waren es vielleicht sogar mehr? Ich weiß gerade gar nicht. Aber damit haben wir jetzt schon mal grundsätzlich die Strecke in so 3 Hauptabschnitte aufgeteilt, weil wenn wir die jetzt vernünftig schon mal hinkriegen, dann kann man nämlich auch versuchen, die Gesamtstrecke damit zu meistern, weil man dann eben die Strecke als größeres erfasst und nicht eben nur so 5 Kilometer Abschnitte, weil das ist ja, kannst du auch als Sprintrennen bezeichnen und nicht als Komplettstrecke. Dementsprechend machen wir jetzt mal 4 Abschnitte. Und dann gucken wir mal weiter. Ich bin gespannt, ob das funktioniert, was ich jetzt hier vorhabe. Weil ich glaube, das kann schon echt. Das ist jetzt schon ein Stück Konzentration. Ich guck mal. Gucken wir mal. Bin gespannt, wie wir das schaffen, die Strecke komplett zu meistern. Und wann ich mich erstmal ranwagen werde. Das wird aber nicht so lange dauern. Ich werde die Strecke schon bald mal das erste Mal komplett einmal abfahren. Einmal, um sie komplett einfach so im Komplett zu sehen. Gut, 17,5 Kilometer geht noch. Wir sind 12, 13 sind wir heute schon mal gefahren. Dementsprechend. Gucken wir mal. Auf jeden Fall, erster Abschnitt nicht meins. Weil ich ja kein großer Freund von bin, dass eben, ja, diese scheiß Bordsteinkanten mir links, rechts da ein bisschen die Partie versauen wollen.
Devise, einfach keinen Abgang machen. Wir können ruhig ein bisschen das Gas rausnehmen, einfach mal auf dem Bike bleiben. Natürlich jetzt nicht kriechen, wir wollen natürlich schon mit einer Geschwindigkeit durchfahren, die der Isle of Man würdig ist. Aber wie gesagt, ich möchte trotzdem versuchen, hier möglichst fehlerfrei mal durchzukommen. Wie gesagt, Abgänge werden dabei sein, aber ich will es halt jetzt nicht durch so dummen Flüchtigkeitsfehler. Oh, seht ihr, hier sind nämlich überall Bodenwellen. Und das ist ein richtig ekliger Abschnitt lang dessen. Da beim Anbremsen aufpassen, Bike versetzt, ganz ruhig bleiben und nicht hastige Bewegungen machen. Samt ans Gas, ganz wichtig. Erst recht bei den Kurven unten raus hast du sonst viel zu viel Leistung anliegen und das Bike macht alles das, was du nicht willst. Geht vorne hoch, geht quer, alles. Und die Kurve wird hier böse, deswegen hier mal schön reinbremsen. Sehr gut. Jetzt hier rausbeschleunigen. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen mit den Gegnern. Sonst da nicht unnötig prügeln. Wie gesagt, ich werde die jetzt auch nur überholen, wenn wirklich der Platz dafür da ist und nicht einfach aus Jux und Dollerei, weil wie gesagt, ich möchte jetzt hier unnötig Unfälle haben, weil ich meine, ich muss da unbedingt an dem noch vorbei. Das fängt jetzt nämlich schon an, dass ich hier ein bisschen mal kurz warten muss. Ja, okay, da war genug Platz. Da war genug Platz. War kein Abschnitt, wo wir bremsen mussten. Auf der Bremse will ich ungern vorbei, also während wir im Kurvenpunkt sind, weil wenn das einfach zu eng ist. Hier mal kurz den Vollgasabschnitt, jetzt muss ich mal aufpassen, dass ich das Bike hier nirgendwo verliere. Volle Konzentration. Da vorne kommt der nächste Bremspunkt. Den sollten wir auch dringend einhalten. Und wenn mich der Gegner von hinten überholen sollte, ist mir total egal. So, die Kurve auch gemeistert, nicht zu schnell gewesen. Und das Bike hebt hier auch immer wieder ab in den Startabschnitt, weil es halt echt sau uneben ist. So, anbremsen. Mehr vom Gas, alles gut. Ja, das hätte ich ein bisschen sanfter lösen können. Da hätte ich einfach ausrollen lassen, glaube ich sogar. Bei dem Abschnitt hätte es gereicht, wenn ich vorher einfach im Gas gegangen wäre. Da hätte eine Bremse gar nicht nötig gewesen. Alter, fahr schon wieder mit 300 Sachen wieder hier durch. So, hier aufpassen. Da ein bisschen vom Gas, weil ihr habt ja gesehen, wir heben da ab. Wenn wir zu weit fliegen, dann wird es halt schwer, das Bike zu kontrollieren. So leichte Sprünge, da kannst du das Bike gerade halten. Aber sobald wir halt zu weit fliegen, wird es schwer, eben den Sprung auszugleichen. Da musste ich gerade kurz aufpassen, dann ging das Bike nämlich kurz weg. Jetzt kommen auch ein bisschen schwieriger Abschnitt, jetzt haben wir nämlich ein paar Links-Rechts-Passagen, also viele Kurvenwechsel hier. Wenn hier einfach so ruhig wie möglich geht, das Bike lenken, dann schaffen wir das. Oh, die Bordsteinkante hätte ich mal in Ruhe lassen sollen, da bin ich mich gerade schön drüber gefahren. Bordsteinkante kann grundsätzlich nicht drüber fahren. Da wird das Bike nur unnötig unruhig, wir können das zwar halten, aber ist halt Quatsch, weil wir uns damit einfach nur eine Hürde mehr stellen. Man Pech haben, das Bike dann einfach nur unnötigen Abgang macht, das muss ja nicht sein. So enge Abschnitte reinfahren finde ich echt tricky, weil du dann nichts mehr siehst und einfach hoffst, dass du gerade den richtigen Lenkwinkel hast. Schön durch, es geht voll. Nein! Ah, oh, fuck! Ah, da war der erste Abgang, nein! Boah, da war eine ganz böse Bodenwelle. Ich habe nämlich nur leicht gebremst. Ich habe wirklich nur leicht gebremst. Ich habe nicht voll gebremst. Und ihr habt ja gesehen, wie mir das den Hinterreifen weggekickt hat. Aber mit einem Schwung. Okay, bei so Kurven, wo wir voll drauf zufahren, wo wir wissen, wir müssen da stark bremsen, unglaublich das Gas rausnehmen und drauf zurollen lassen. Nicht so viel die Bremse nutzen, weil mit Gas und so kann ich das Ding noch korrigieren. Aber wenn er beim Bremsen mir halt so weg hinten wegblockiert, keine Chance. Alter Verwalter. Das war jetzt gerade ein ganz, ganz unschöner Abgang. Hier ist nämlich auch ganz schön eng. Hier müssen wir, können wir auch nicht mit allzu viel Tempo durch. Weil sonst kommen wir außen an die Bordsteine. Und hier links außen kann man uns ein bisschen anlehnen, das geht. So, hier wieder aufs Gas. Wieder anbremsen. Das ist gerade auf jeden Fall von dem ersten Abschnitt hier der trickigere, weil du halt einfach relativ langsame Kurven hast. Mit links, rechts Hindernissen. Also du kannst halt wirklich nicht neben die Strecke kommen. Oder überhaupt ein bisschen abkommen. Geht nicht. Dass du direkt das Bike verlierst. War an sich ganz gut unterwegs. Wie gesagt, ein Abgang. Also auf so einem langen Abschnitt bin ich jetzt schon mal relativ stolz drauf. Wie gesagt, ich habe mit dem Abgang gerechnet. Der war halt unnötig, weil ich mit dem. Ja, mit dem habe ich halt nicht gerechnet, weil er halt an der Stelle war, wo ich nicht drauf geachtet habe, dass das Bike auch nicht werden könnte. Die Kurven waren jetzt bisher nicht das Thema.
Ah, fahr vor, komm, komm, mach dich vom Acker, ich will dir nicht überholen. Hier ist kein Platz dafür, das können wir knicken. Oh, jetzt hier auf der Geraden daneben setzen. Hör auf, Gas zu geben! Junge, ich will jetzt hier kein Drag Race mit dir machen! So, jetzt hier können wir voll nehmen, hier ist alles gut, hier haben wir hier schon gerade ein Stück. Bei den Sprüngen versuchen, das Bike wirklich gerade zu haben, dass wir nicht schief aufkommen, weil sonst rutschen sich die Motoren natürlich auch weg. Boah, und da, liebe Leute, haben wir die ersten. Das erste Viertel der Strecke, die ersten 17 Kilometer. Viertel, ja, Drittel fast schon. Ne, erste Drittel, Entschuldigung, erste Drittel. Ruhig rund das erste Drittel der Strecke geschafft. Mit einem Abgang. Das möchte ich als positiv erwähnen. Also, ich habe mit einem Abgang die erste Drittel geschafft. Das bin ich an sich schon mal relativ stolz drauf, muss ich sagen. Wie gesagt, der Abgang, da muss ich ja gucken, dass ich den mir im Kopf behalte, dass wir an einer, dass wir bei den Bremspunkten, wo wir relativ schnell auf solche engen Kurven zufahren, wir früher das Gasrad nehmen, weil ich bin halt zu spät dran gewesen, muss deswegen natürlich relativ hart bremsen, obwohl ich gar nicht so hart gebremst habe. Aber wenn wir da langsamer sind, dann macht diese Bodenwelle nicht viel aus. Die Bodenwelle hat so viel ausgemacht, weil das Bike halt während des nach vorne Neigens und Bremsens und noch schnell Seins halt vollkommen einen draufgekriegt hat. Wenn wir da langsam drüber rollen, kann man das ausgleichen. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten, weil dann kriegen wir das gefangen. Und ich würde sagen, in der kommenden Folge machen wir dann das zweite Drittel und das dritte Drittel der Strecke. Und dann haben wir zumindest die Strecke einmal abgeschlossen. Und mal gucken, wie viele Unfälle wir da haben. Wie gesagt, erste Drittel, ein Unfall, bin ich schon mal so weit stolz drauf. Das ist schon mal ganz gut. Wenn wir das auf die nächsten auch übertragen können, dann hätten wir vielleicht 3 Unfälle insgesamt für den ganzen Kurs schon mal. Und das kriegt man sicherlich irgendwie ausgeglichen. Das wäre auf jeden Fall das Ziel. Ja, wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen oben da, würde ich mich selber freuen. Und wir sehen uns in der kommenden Folge hier bei Isle of Man wieder. Bis dann. Tschö, tschö.